Heute erzähle ich euch eine Geschichte, die zu dem unterhaltsamen Sagen zählt, wie sie der berühmte Sagenforscher Franz Xaver Schönwerth nannte. Zu dieser Sage komme ich unter anderem auch durch eine Volksmusikfreundin, die mit ihren Eschenbacher Madli heute in meinem Video auch singen wird. Die Sage heißt also Der Neustädter Geißbock, spielt in dem Städtchen Neustadt an der Aisch. Jetzt muss ich gestehen, es ist schier unmöglich, in ein paar Filmminuten einer solchen geschichtsträchtigen, aber auch modernen und heute lebendigen Stadt gerecht zu werden. Trotzdem will ich es einmal versuchen, eine kleine Skizze anzufertigen, die euch diese schöne und lebendige Stadt etwas näher bringt. Die Beine sich zu ihrem Mat von früher Backmat Brot. Die Mati hat ein großer Freund, bis es von Nummer hat. Dieses Gut, das echte Bauernbrot. Dieses Gut, das echte Bauernbrot. Neustadt an der Aisch. Mit seinen derzeit etwa 13.224 Einwohnern ist eine Kreisstadt mitten im Landkreis Neustadt-Bad Windsheim. Es beherbergt alle Schularten, viele Vereine, starke Betriebe, wichtige Behörden wie zum Beispiel das Landratsamt. Und die Stadt sorgt für ein blühendes Leben, sei es in der Wirtschaft, im Sport, in der Kultur oder in der Freizeit. Ein kurzer Ausflug in die Geschichte. Historisch gesehen geht Neustadt aus dem Königshof Riedfeld hervor, der seit etwa 741 nachgewiesen ist. Ab 1192 bestimmten die Nürnberger Burggrafen für 600 Jahre die Geschicke der Stadt. Bis 1488 erlebte die Stadt eine Blütezeit unter dem Kurfürsten Albrecht Achilles und der Kurfürstin Anna, die im alten Schloss einen glänzenden, spätmittelalterlichen Fürstenhof führte. 1553 brannte die Stadt nieder und das neue Schloss wurde erbaut. 1631, im Dreißigjährigen Krieg, wurde die Stadt völlig zerstört und sie brauchte zum Wiederaufbau mehrere Generationen. 1791, nach der Abdankung des Markgrafen, kam Neustadt an das Königreich Preußen und 1810 wurde Neustadt in das Königreich Bayern eingegliedert. 1865 erfolgte der wichtige Anschluss an das Eisenbahnnetz und nach 1945 kamen viele Heimatvertriebene in die Stadt, die beim Wiederaufbau halfen. 1972 entstand der neue Landkreis Neustadt-Bad Windsheim und die Stadt entwickelte sich weiter zu ihrem heutigen, modernen, lebhaften und schönen Bild. Und hier eine Auswahl von den Sehenswürdigkeiten, die Neustadt an der Aisch bietet. Das Nürnberger Tor, es wurde erbaut im 14. Jahrhundert. Im Vorbau findet man ein Geißbock-Relief. Das Lazarett ist das älteste Krankenhaus Neustadts. Um 1300 war es ein Siechhaus zur Absonderung von Personen mit ansteckender Krankheit und seit dem 18. Jahrhundert diente es als Armenhaus zum Beispiel für Gänsehirten und heute ist es ein Jugendzentrum. Das Rathaus wurde 1567-68 erbaut. An der Nordseite gibt es einen Pranger und täglich um 12 Uhr ist der Geißbock auf dem Turm des Rathauses zu sehen und zu hören. Er erinnert an das berühmte Ereignis, von dem die Geißbock-Sage erzählt. Das alte Schloss wurde 1448 von Markgraf Albrecht Achilles erbaut. Das neue Schloss, vollendet wurde der Bau des neuen Schlosses 1626, von Markgraf Christian. Dieser Bau brannte 1906 nieder, darauf entstand das heutige Schulhaus,
Vom ehemaligen Neuen Schloss sieht man noch das Treppenhaus. Die evangelisch-lutherische Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer, sie wurde zwischen 1432 und 1439 erbaut. Die große 12-Uhr-Glocke aus 1527 existiert heute noch. Die katholische Stadtpfarrkirche St. Johannes, Enthauptung aus 1881. Die Stadtmauer aus Cadolzburger Sandstein hatte früher 16 Türme und einen im 18. Jahrhundert überdeckten Laufgang mit Schießscharten. Der Bleichweiher wurde im 19. Jahrhundert durch den Verschönerungsverein gestaltet. Und hier zu der Geißbocksage, die auch im Internetauftritt der Stadt zu finden ist. Ludwig von Bayern kämpfte gegen den Markgrafen Albrecht Achilles. Darunter hatten, wie eben in allen anderen Kriegen auch, die Leute in den Dörfern und in den kleinen Städten am meisten zu leiden. Auch Neustadt an der Aisch wurde bedroht. Seit Wochen lagen die Bayerischen vor den Toren, vor den Wällen und sie griffen immer wieder an. Die Angriffe konnten alle abgewehrt werden, denn die Stadtmauern waren stark und die Bürger waren wachsam und tapfer. Da nahte ein weiterer, ein ganz, ganz schlimmer Feind, die Not, nämlich der Hunger. Es gab kaum noch Brot und das wenige, was noch da war, wurde von Tag zu Tag, ja, man kann sogar sagen, von Stunde zu Stunde teurer. Schließlich war gar nichts mehr zu haben. Auch wenn man alles Bargeld zusammenkratzte, das man hatte, und es auf den Tisch legte, das Übel war, es gab kein Mehl mehr. Die Vorräte waren halt aufgebraucht. Und damit schwanden natürlich auch die Zuversicht und der Mut der Bürger dahin. Man konnte sich an den 10 Fingern abzählen, wann die Stadt aufgeben würde oder auch musste. Da bot ein kleines Männchen seine Dienste an. Es war wohl ein Schneider, aber sonderbar. Er verlangte keinen Harnisch, keinen Helm, kein Schwert und auch keine Helfer. Nur die Haut von einem Geißbock wollte er haben. Was mochte denn das werden? Das Schneiderlein ließ sich in die Ziegenhaut einnähen und dann mussten ihn die Stadtwächter auf die Mauer heben. Dort vollführte der falsche Geißbock die tollsten Sprünge, das müsst ihr euch vorstellen, wie die Sprünge der Gämsen im Gebirge, das habt ihr bestimmt schon einmal gesehen. Der Schneider in dem Geißbockfell lief auf der Mauerkrone hin und her, meckerte fröhlich, sprang lustig in die Luft, überschlug sich und machte ganz tolle Purzelbäume. Es war kaum zu glauben. Die Bayern auf der anderen Seite der Mauer starrten ungläubig und mit offenen Mündern empor. Gibt's das? Der ist ja quicklebendig. Und wir glaubten schon, die halbe Stadt wäre tot. Da hat sich doch keine Maus mehr gerührt. Und jetzt das. Wenn die sich diesen wohlgenährten Geißbock leisten können, dann haben die noch lange genug zu essen. Dann reichen ihre Vorräte noch Wochen, ja vielleicht sogar Monate. So lange können wir nicht mehr warten. Und sie brachen tatsächlich ihre Zelte ab und zogen weiter. Das kleine Schneiderlein aber war ab da ein Held und seine Vaterstadt belohnte ihn reichlich. Und auf dem Rathaustürmchen dreht der Geißbock bis heute jeden Mittag um 12 Uhr seine Runde
und alle Leute bleiben auf dem Marktplatz stehen und lauschen. Sie wollen ihn meckern hören. Und er meckert tatsächlich. Und sehr viel Spaß hat mir auch ein Gedicht gemacht, das mir die Frau Rona von der Stadt zugesandt hat. Es ist von einem gewissen B. Ulrich. Vorm Tor der Feind in Scharen lag und wartete nur auf den Tag, da jede in dem Städtlein mürbe, weil er vor Hunger nicht gern stürbe. Jedoch ein kluges Schneiderlein näht in des Geißbocks Haut sich ein, sprang auf der Mauer flink herum, bis es dem Feinde ward zu dumm. Er dacht, wo meckern noch die Viecher, da werde ich ja doch nicht Sieger, zog ab und unsere Stadt war frei. Der Geißbock aber Sinnbild sei für kluge Mannestat und Witz. Drum steht er auf der Rathausspitz und niemand mehr zu meckern hat. Er meckert für die ganze Stadt. Meine lieben Freunde, heute ist es nicht angesagt, zum Schluss irgendwie in die Tiefe zu gehen. Was ich euch erzählt habe, ist halt ein Schwank. Und damit darf ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute, vor allem aber Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.